Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Hast du auch schon alles ausprobiert und nichts hat etwas genutzt? Schau nicht auf deine Umstände. Ändere deine Blickrichtung. Schau nicht auf das, was dich niederdrückt. Kapituliere vor Gott. Erkenne, außer Gott kann dir niemand helfen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Stehen wir nicht alle mitten im Leben, mitten im Alltag, mit all den Herausforderungen, die wir täglich haben, Helden und Heldinnen des Alltags. Und auch in der Bibel lesen wir von Menschen, die mitten im Leben standen. Und daraus können wir auch viel lernen. Viele Menschen haben heute schwierige Lebenssituationen, stehen unter Druck. Kennen wir alles? Frauen mit Beruf, Kinder, Haushalt, Ehe, vielleicht alleinerziehend und was es sonst noch alles gibt. Und bei den Männern ein fordernder Arbeitsplatz, nahe Burnout vielleicht, Familie, Finanzen, vielleicht arbeitslos und so weiter. Es gibt viele Konstellationen, die uns bedrücken, entmutigen, ängstigen und in denen wir nicht weiter wissen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die könnte von heute sein, obwohl sie ziemlich am Anfang der Bibel steht. Es ist die Geschichte von Hanna. Hanna steckte in einer schwierigen Lebenssituation. Sie stand unter Druck durch ihre Umstände. Sie hatte auch noch das Problem, dass ihr Mann noch eine andere Frau hatte. Manche Frauen sind heute auch diesem Problem ausgesetzt. Dieses Wissen um eine andere Frau. Vertrauensbruch, Verletzungen, das tut weh. Oder gegenseitiger Vertrauensbruch in der Ehe oder auch in Beziehungen zu Freunden oder Kindern oder einfach im Umfeld. Damals war das gesetzlich legal, zwei Frauen zu haben. Doch legal ist das nicht vor Gott. Vieles ist heute gesetzlich legal, aber vor Gott nicht in Ordnung. Gott hat uns einen Maßstab gegeben in seinem Wort, an den wir uns halten sollen, und das können wir nicht einfach ignorieren. Gott hat Mann und Frau geschaffen, die zueinander gehören, nicht zwei Frauen und einen Mann. Und die Verbindung Mann-Frau steht in der Bibel immer in der Einzahl. Es hat immer nur Leid und Verletzung gebracht, wenn mehrere Frauen im Spiel waren. Studier das mal in der Bibel, angefangen bei Abraham. Wenn wir das einmal aufmerksam lesen, kommen wir zu diesem Schluss. Und das sehen wir auch hier am Beispiel der Hanna. Es gibt viele Arten von Nöten. Und eine der schlimmsten Nöte ist, wenn ein Mensch innerlich kaputt ist. Kaputt durch Lebensumstände, durch das, was sie erlebt haben. Und viele Menschen sind verzweifelt und entmutigt. Sie sehen keinen Ausweg aus ihrem Dilemma. Auch in der Bibel lesen wir von dieser Hanna, die vieles durchgemacht hat. Und ihre Geschichte wollen wir etwas näher betrachten.
Es ist so wunderbar zu sehen, was Gott aus dieser Frau gemacht hat. Und dasselbe kann er auch bei dir tun. Gott kann jede Situation verändern, wenn die Beteiligten es wollen. Es liegt oft daran, dass die Menschen sich nicht verändern wollen. Sie wollen ihre alten Zustände nicht loslassen. Und wie oft hängen Menschen an alten Begebenheiten, die sie immer wieder heraufholen, anstatt sie einfach einmal abzuschließen und wirklich an Gott abzugeben. Wir müssen in unserem Leben eine Kehrtwendung machen und in eine andere Richtung gehen bzw. denken. Doch Hannah hatte wirklich die Nase voll von ihrer Situation. Sie hat etwas dagegen unternommen. Hannah war eine wunderbare Frau mit Charakter. Sie hat ihr Leben in die Hand genommen und ihm die richtige Wendung gegeben. Manchmal müssen wir einfach eine Entscheidung treffen, damit unser Leben eine andere Wendung nimmt. Und bevor wir keine Entscheidung treffen, wird sich an unserer Situation auch nichts verändern. Hannah war aus gutem Hause. Es ging ihr äußerlich nicht schlecht, aber sie war in einer sehr schwierigen Situation. Sie war verheiratet und ihr Mann hieß Elkana und stammte aus dem Stamm Levi. Und das lesen wir in 1. Chronik 6, Vers 12. Sie hatte einen guten Mann, der sich um sie sorgte. Eigentlich hätte sie glücklich sein können. Und damals war es nichts Ungewöhnliches, wenn ein Mann zwei Frauen hatte. Und dieser Elkana hatte Hannah zur Frau, sowie eine andere Frau namens Penina. Und diese Frau machte Hannah das Leben schwer. Sie musste zusammen mit ihr unter einem Dach wohnen. Und es gab kein Entrinnen vor dieser Situation. Täglich war sie dem ausgesetzt. Und manchmal sind wir auch in Situationen, die wir nicht ändern können. Einfach ausgesetzt diesen Situationen. Es sieht äußerlich gut aus, aber innerlich sind wir in Not. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 1 und 2, erfahren wir etwas über das Leben von Hannah. Angefangen in Kapitel 1, und ich möchte das ein bisschen zusammenfassen der Zeit wegen. Hannah lebte mit ihrem Mann in Rama. Er hieß Elkana und war aus dem Geschlecht der Priester. Also ein sehr angesehener Mann, beziehungsweise eine sehr angesehene Familie. Elkana hatte zwei Frauen. Die Hannah, die er lieb hatte, die aber keine Kinder hatte. Und die Penina, die hatte Kinder, Söhne und Töchter. So lesen wir das dort. Hannah war geliebt von ihrem Mann. Und wenn wir diese Situation betrachten, könnten wir meinen, Hannah sei eine zufriedene Frau. Sie wohnte da mit ihrem Mann zusammen, war geliebt von ihm, eine angesehene Familie. Und sie war gesellschaftlich sicher eine angesehene Frau nach außen hin. Wenn wir aber genauer hinsehen, lesen wir, dass es nicht so war. Oftmals sieht unser Leben nach außen gut aus und geordnet aus. Doch in unserem Inneren spielt sich etwas anderes ab. Wir sind bedrückt durch unsere Situation vielleicht, durch verschiedene Dinge, fühlen uns vergessen, missachtet, wertlos, unbrauchbar
unglücklich in unserem Herzen. Und so ging es auch Hannah. Wir versuchen das zu verstecken, dass es ja niemand merkt. Nach außen geht es uns gut, aber nach innen haben wir Not. Nach außen lachen wir und unser Herz weint. Sei dir gewiss, Gott sieht dein Herz. Er weiß, wie es um dich steht. Er weiß um deine Nöte und um deine Sorgen. Er weiß, wenn dein Herz weint. Hannah war eine verzweifelte Frau. Und was es damals bedeutete, keine Kinder zu haben, können wir uns heute gar nicht vorstellen. Kinder waren für die Versorgung der Eltern sehr wichtig. Das war ihre Altersversorgung. Da gab es noch keine Krankenkasse und keine Staatsunterstützung. Das war noch einmal eine ganz andere Situation. Oftmals hatten diese Frauen unter Vorwürfen ihres Mannes und Missachtung der Familie zu leiden. Dies war hier nicht der Fall, denn wir lesen, dass Elkanah sie zu trösten versuchte. Hannah war der Liebling ihres Mannes. Doch wir können uns lebhaft vorstellen, wie sehr sie das belastete. Hannah hatte ein anderes Problem. Nicht etwaige Vorwürfe von ihrem Mann. Es war die andere Frau. Und dass Hannah der Liebling ihres Mannes war, forderte natürlich die andere Frau auch heraus. Peninna nahm Hannas Unfruchtbarkeit zum Anlass, sich über sie lustig zu machen. Peninna stichelte unablässig gegen Hannah und kränkte sie laufend und sie war sehr verletzt. In 1. Samuel 1, Vers 6 lesen wir: Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Sie wurde immer wieder gedemütigt wegen dieser Sache. Und so geschah es Jahr für Jahr, heißt es in Vers 7. Und viele Jahre hat Hannah mit dieser Situation gelebt. Peninna hatte Söhne und Töchter. Und wenn wir lesen, Jahr für Jahr ging das so, so hatte sie sicher viele Kinder. Es gab für Hannah kein Entrinnen aus dieser Situation. Sie musste unter einem Dach wohnen und leben. Und wir können uns vorstellen, dass sie sogar in Depressionen stürzte, wenn man jahrelang solch einer Situation ausgesetzt ist. Im Vers 10 heißt es, dass sie verbittert war und sehr weinte. Hannah war vermutlich auch die Ältere. Vielleicht hat Elkanah Peninna auch nur geheiratet, weil Hannah keine Kinder bekam. Wir wissen es nicht. Und dann kam wieder dieser schreckliche Tag, wo die ganze Familie jedes Jahr nach Silo ging, um dem Herrn zu opfern. 1. Samuel 1, Vers 4. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte. Dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Vers 7 und 8. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Gemeint ist Peninna. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Hannah war so kaputt, dass sie nicht mehr essen konnte.
In dieser Situation steckte sie. Es brachte sie an den Rand der Verzweiflung. Sie war körperlich angegriffen und sie war verbittert in ihrem Herzen. Sie fragte sich sicher, muss ich denn mein ganzes Leben so zubringen? Und auch der Trost des Ehemannes half nichts, auch wenn er sagte, sie sei für ihn mehr als 10 Söhne. Ihr Mann konnte dieses Leid in ihrem Herzen nicht auslöschen. Vielleicht steckst du auch in einer Situation, die du nicht ändern kannst. Wie Hannah. Sie hat keinen Ausweg gesehen. Vielleicht siehst auch du in einer bestimmten Situation keinen Ausweg. Hast auch du Widersacher? Widersacher, die dich kränken? Widersacher, die immer gegen dich sind, egal was du tust? Du denkst, dein ganzes Leben ist verpfuscht. Kein Ausweg. Du denkst, hört das denn nie auf? Kein Trost von Menschen hilft dir, weil in deinem Herzen Bitterkeit und Leere ist. Du wirst ausgelacht und keiner versteht dich. Du wirst immer gereizt und gestichelt von irgendwelchen Menschen. Ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung für dich. Verzweifle nicht und gib nicht auf. So wie Hannah Gottes Macht und Güte erfahren durfte, steht sie auch für dich bereit. Und was hat Hannah getan? Hannah fasste einen Entschluss. Sie kam mit ihrer ganzen Last, Bitterkeit und Traurigkeit vor den Herrn. Sie kam mit zerbrochenem, demütigem Herzen im Gebet vor Gott. Sie weinte, während sie betete, doch sie wusste, dass sie vor ihm ihr ganzes Herz ausschütten durfte und dass er sie verstehen würde. Sie betete aus tiefster Seele. Sie sagte Gott ihre ganze Not, ihre Schmerzen, ihre Umstände. Doch diesmal war ihr Augenmerk auf Gott gerichtet und nicht auf ihre Umstände. Sie hat auf Gott geschaut und sich an ihm festgeklammert. Schau nicht auf deine Umstände. Ändere deine Blickrichtung. Schau nicht auf das, was dich niederdrückt. Die Änderung ihrer Blickrichtung hat den Segen in Bewegung gesetzt. Sie hat Gott ihr ganzes Herz ausgeschüttet und anerkannt, dass ihr sonst niemand helfen kann. Hast du auch schon alles ausprobiert und nichts hat etwas genutzt? Dann kapituliere vor Gott. Erkenne, außer Gott kann dir niemand helfen. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Die Änderung deiner Blickrichtung verändert deine Situation. Schau nicht auf deine Situation. Auch nicht, wenn Menschen dich nicht verstehen, wenn du mit deiner Not zu Gott gehst. So wie Eli, der Hannah noch beschimpft hat. Eli meinte, Hannah sei betrunken und beschimpfte sie. 1. Samuel 1, 12 bis 16. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz
vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Oftmals ist nur Unverständnis um uns herum. Und manchmal werden dir Dinge in die Schuhe geschoben, die gar nicht so sind. Menschen greifen dich an, von denen du es am wenigsten erwartest. Manchmal sieht eine Situation zwar so aus, aber man sollte immer prüfen, ob es auch wirklich so ist, wenn man über andere etwas sagt oder denkt. Erkenne an, dass nur Gott dir helfen kann und du setzt damit die Lösung in Bewegung. Gott wartet auf deine ernsthaften Bitten. Er will hören, dass du zu ihm kommst. Und wenn du bei ihm warst, geht es dir so wie Hannah. Hannah hatte Gottes Frieden empfangen. Wie wunderbar. In Vers 18 lesen wir, und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Die Begegnung mit Gott hat ihr Gesicht verändert. Wie wunderbar, wenn Friede ins Herz einzieht und wenn wir den Blick auf Gott haben, auf Jesus haben. Und nicht nur ihr Gesicht, ihr ganzer innerer Zustand hat es sich verändert. Eine Begegnung mit Gott verändert dich. Man wird es dir ansehen, wenn du beim Herrn warst. Bitterkeit verschwindet und Friede zieht ein. Dein Gesichtsausdruck verändert sich. Hannas Herz hatte Ruhe gefunden, unabhängig von der Antwort Gottes. Sie hatte noch keine Antwort von Gott, aber ihr Herz hatte Friede. Wenn wir unsere Lasten Gott abgeben, finden wir Ruhe in unseren Herzen. Ihre Situation hatte sich noch nicht verändert, aber ihre Einstellung dazu hatte sich verändert. Der Blick war auf Gott. Die Blickrichtung. Und das ist das Wichtigste, dass sich unsere Einstellung zu unserem Problem verändert. Unsere Blickrichtung. Wenn wir uns auf Gott verlassen, werden wir wahrhaftig zufrieden, von innen heraus. Hannah bekam, was sie sich vom Herrn erbeten hatte. Er hatte den Schrei ihres Herzens gehört. Mit einem Schlag war die Situation eine andere. Es war kein Grund mehr da für Sticheleien und für Abfälligkeiten. Wie Gott dein Problem löst, überlass ihm, aber er wird es lösen. Es wird dir zum Besten dienen und er hat einen Weg für dich. Gott hat Hannah ihren Herzenswunsch erfüllt und sie bekam Samuel. Samuel heißt wörtlich übersetzt von Gott erhört. Sie hatte dem Herrn versprochen, dass er im Tempel dienen sollte. Und das war dann auch so. Und danach bekam Hannah noch 3 Söhne und 2 Töchter. Und wir lesen das im 1. Samuel 2,21. Hannah bekam den Samuel, die Frucht ihres Leibes, und sie gab ihn wieder an Gott zurück in den Tempel. Und er diente im Tempel. Und ich kann mir vorstellen, wie glücklich Hannah und Elkana waren, als sie den Samuel im Tempel aufwachsen sahen. Und Hannah brachte Samuel jedes Jahr ein neues Oberkleid. So lesen wir das. Und die Bibel sagt, der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Was für ein Segen. Samuel war der letzte Richter in Israel. Er war Prophet und Priester. Er salbte 2 Könige, den Saul und den David.
Und der Segen dieses Jungen wirkte noch in andere Generationen hinein und Gott konnte ihn mächtig gebrauchen. Und wenn Samuel nicht so eine mutige Mutter gehabt hätte, hätte es ihn vielleicht überhaupt nicht gegeben. Seid mutig und kämpft für eure Familien, mutig und stark in Gott. Denke nicht, du kannst nichts tun. Du hast Potenzial wie Hannah. Bring deine Schwierigkeiten zu Jesus und ändere deine Blickrichtung. Bevor du die Lösung deines Problems siehst, musst du einen anderen Weg einschlagen, eine Entscheidung treffen. Komm zu Jesus und schaue nicht auf deine Probleme, sondern lade sie am Kreuz ab und lass sie dort. Gib deinem Leben eine Wendung. Schau auf Gott und nicht auf die Umstände. Ich weiß nicht, was dein Anliegen heute ist, doch Gott weiß es. Und er kann dir helfen. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.